Wie geht's euch heute? Diese Pizza ist sehr lecker. Ja, stimmt. Mir geht es heute sehr gut. Es war eine lange Reise, aber endlich bin ich angekommen. Wie findest du diese Stadt? Ich finde sie schon geladen. Ich fühle mich gut. Leute, hört euch die Nachrichten an. Neueste Nachrichten. Einige Städte in Süditalien sind wegen des Hochwassers überschwemmt. Das Wasser ist sehr hoch, bedeckt Straßen und Autos und einigen Häuser eingedrungen. Die Leute können nicht rausgehen und müssen warten, bis das Problem gelöst ist. Erinnert ihr euch, vor langer Zeit gab es in unserer Stadt Hochwasser? Ja, das Wasser war sehr hoch und wir konnten nicht rausgehen. Es war eine Katastrophe. Zum Glück passiert das jetzt dank der Mimose in unserer Stadt nicht mehr. Was ist das Babymose und wie funktioniert es? Komm, wir singen dich jetzt dort. Aber wo ist es? Ist es nicht? Von hier aus sieht man es nicht, weil es unter Wasser ist. Aber es ist da. Das ist das Baby Mose, unsere Stadt Chioggia. Noch Wasser zu verhindern, damit kein Wasser in die Häuser eindringen kann. In Venedig, die Hauptstadt unserer Region Venetien, gibt es jedoch das Mose. Es ist größer und hat den gleichen Zweck wie das Baby Mose, das wir in unserer Stadt haben. Wie blockiert es das Wasser? Komm, ich zeige dir ein Video. Durch Wasser wird Druckluft in die Schleusen gegeben, um sie aus dem Wasser zu entleeren. Diese Schleusen stehen auf, rotieren und blockieren den Wasserfluss. Und dann, wenn das Wasser endet, entleeren sich die Schleusen in eine halbe Stunde. Aber das Mose ist allgemein noch nicht fertig. Es ist 94% komplett. Es ist 78 Schleusen und 3 Öffnungen. Und unser in Chioggia dient dem Fischkutter. Unter normalen Gezeitenbedingungen sind die Schleusen unsichtbar, das heißt unter Wasser. Das ist eine Grafik und zeigt die Wasserstände hier in Chioggia an einem Hochwassertag. Dank unserem Baby Mose haben wir diese Stände nicht mehr. Zum Glück haben wir das Baby Mose. Ich denke, die anderen Städte sollten es auch benutzen. Genau, jetzt gehen wir nach Hause, damit ich meine Pizza essen kann. Ja, gehen wir.